Staat breitet sich immer mehr aus. Sie wissen, uns fehlen demografiebedingt etwa 500.000 Fachkräfte. Der schnellst wachsende Sektor, Arbeitgebersektor in diesem Land, ein Wirtschaftszentrum Zürich-Zug, ist der öffentliche Sektor. Es braucht einen Stellenstopp im öffentlichen Sektor. Es kann so nicht mehr weitergehen. Also es braucht wirklich ein Fitnessprogramm für das Land. Wettbewerb stellt sich nicht zwangsläufig spontan ein. Bedarf der Pflege hier sind wir Liberale aufgefordert mitzudenken. Dazu braucht es einen unabhängigen, einen starken, aber keinen übergriffigen Staat. Wenn wir aus der Kernenergie aussteigen, verzichten wir auf grosse Mengen von CO2-freier Bandenergie, die auch am Abend in der Nacht zur Verfügung steht. Wenn die liberale Rahmenordnung, die Sie vertreten und wir vertreten, das ist das, was der Wohlstand geschaffen hat. Und der Wohlstand hat das Land zusammen, weil er breit verteilt ist, und zwar mehr als jede Legende um die Wilhelm Tell. Ich begrüße Sie im Rahmen der Mittelgesellschaft ganz herzlich zum heutigen Anlass hier im Zuger Burgbachsaal. Mein Name ist Arno Grüter, ich bin Präsident von unserer, wie wir sagen, ehrenwerten Gesellschaft, mittlerweile 186-jährig. Wie? Gesellschaft, genau. Ich darf Ihnen vielleicht die Mittelgesellschaft kurz vorstellen. Sie haben letzte Woche den Bericht gesehen in der Zuger Zeitung. Die Gesellschaft ist 1837 gegründet worden, damals von 11 Liberalen, die hier im Zug, im eher konservativen Zug, ein bisschen müssen im Untergrund leben. Und das war eigentlich so eine Art, ich sage, eine Selbsthilfegruppe gewesen. Man hat immer am Mittwoch sich getroffen und über Liberalismus diskutiert. Und nachher ist der Sonderbundskrieg gekommen. Und der Liberalismus hat dann eigentlich einen Aufschwung dürfen erleben. Die Mittelgesellschaft hat es natürlich immer gegeben, ist grösser geworden. Wir sind mittlerweile etwa 120 Mitglieder. Und wir treffen uns auch immer noch Mittwoch treffen, zweimal im Frühling. Machen da schon ab und zu Sachen miteinander. Und jetzt seit zwei Jahren öffentliche Anlässe. Das letzte Jahr stattgefunden im Frühling, wo sie auch vielleicht gesehen, die einen oder anderen haben wir gesehen im Casino. Wo wir als Thema Liberalismus hatten und diskutiert haben, auf jeden Fall vor allem von der politischen Seite. Wir haben jedes Jahr ein übergelagertes Thema, das wir im Herbst definieren für das darauffolgende Jahr. Letztes Jahr, wo wir das definiert haben, haben wir die Energiekrise gehabt, die sich am Abzeichnen war. Mittlerweile ist noch die CS-Krise, wenn wir dem so sagen, die Bankenkrise aufgekommen. Die steigenden Zinsen, die jetzt langsam wieder Tribut zahlen. Und darum haben wir dann eigentlich auch den Anlass unter das Thema Gesetz, Staat und Krise, liberale Antworten, Finanz- und Energiepolitik im Fokus. Wir werden heute am Abend aus verschiedenen Perspektiven beleuchten, wie der Staat in der Krise kann agieren kann, wie er kann umgehen kann und vor allem, wie das auch auf liberale Art und Weise kann passieren kann. Das ist der Hintergrund unserer Gesellschaft. Wir haben heute drei sehr hochkarätige Referenten können gewinnen für unseren Anlass. Wir haben Dr. Peter Grünenfelder, den Direktor von Avenir Suisse, den Professor Dr. Christoph Schaltegger von Uni Luzern und Dr. Schwarz, da ist er genau, der pensioniert ist, jetzt als freier Berater der Energiewirtschaft tätig ist. Wir werden zuerst drei Impulsreferate haben von diesen Herrschaften. Und dann uns hier nachher hinsetzen und eine Panel-Diskussion führen. Sie könnten am Schluss sicher auch noch Fragen stellen, um auch die Diskussion ein bisschen interaktiv zu machen. Gut, ich würde gerne anfangen. Der erste Referent, der Dr. Peter Grünenfelder. Wie gesagt, er ist Direktor von Avenir Suisse und ist früher Staatsschreiber vom Kanton Aargau. Er war Präsident von der Schweizer Staatsschreiberkonferenz und doziert jetzt an verschiedenen Universitäten im In- und Ausland. Und er wird uns so ein bisschen die organisationelle Seite von der staatlichen Führung präsentieren. Und ich habe gesehen, die Folie, das wird sicher ein flammendes Referat werden. Peter, der Glory ist yours.
Ja, lieber Arno, Ihr Präsident, geschätzte Co-Referenten, geschätzte Anwesende, ich fühle mich natürlich außerordentlich wohl, in einem liberalen Rahmen zu referieren. Das bin ich mir nicht immer gewöhnt. Ich war letzte Woche bei den Gewerkschaften, darum fühle ich mich heute wirklich gut und wohl. Ich zeige Ihnen ganz viele Folien, ganz schnell, 10 Minuten habe ich Zeit. Ich kann mir nachher alle abgeben. Ein bisschen Daten unterlegt. Die Hauptaussage ist, wir haben ein strategisches Führungsvakuum in diesem Land, von grösseren Problemen, die wir haben. Christoph zeigt sehr regelmäßig auf in seinen öffentlichen Auftritten und dem Studio, die er macht. Und es gibt aber Lösungsansätze, und tatsächlich liberale Lösungsansätze. Aber man muss eben diskutieren, man muss die Daten auch extrapolieren. Und wir haben Umwälzungen, das wissen Sie auch. Geostrategisch, Konflikt USA-China, jetzt noch Krieg in Europa. Digitalisierung, es geht alles drunter und drüber. Und darum braucht es ein bisschen eine vorausschauende politische Führung. Die Frage ist, machen wir das? Sie sehen es da, drehen sich alle zurück. Ich halte auch viel 1. August, das wird Sie den anderen erzählen von der Bevölkerung, wie gut und super wir unterwegs sind. Das sind die einen, aber es gibt dann eben andere Seiten. Und das gehört zum liberalen Ehrgeiz, dass wir immer besser werden und eben nicht stehen bleiben. Und es gibt gewisse ökonomische Faktoren, die uns tatsächlich Sorgen machen. Und wenn wir jetzt über Krisenzeiten reden, richtig virulent spürbar für jede in der liberalen Lebensgestaltung ist geworden. Während der Pandemie, auch finanzpolitisch, Sie sehen es da. Ich klammer auch unten daran, was man eingestellt hat, an Unterstützungsleistungen. Im 21. und 20. sind ja eigentlich ein Pandemiejahr. Und seither konstatieren wir wirklich im eigentlichen Neoetatismus. Also der Glaube, der Staat soll uns richten bei allem und jedem. Hört nicht mehr auf. Und das macht es ein bisschen gefährlich für uns. Immer wir sind Leistungsträgerinnen und Leistungsträger, wenn die Umverteilung wirklich zunimmt. Und immer weniger quasi die Leistungen bringen und immer mehr davon profitieren, haben wir das Problem. Und angestammte Wirtschaftsbranche, mittlerweile auch nach dem staatlichen Mann rufen, wo ich angefangen bei allen in der Suisse, habe ich gemeint, das sind die Bauern, der Agrarsektor. Aber mittlerweile ist die ganze Tourismusindustrie, die ganze Kultur in Zürich im Schauspiel aus. Für jeden Franken, den Sie einnehmen, das vor einem Zuschauer, zahlt sich 20 Franken und zusätzlich an städtische Subventionsleistungen. Medien auch mittlerweile, die privaten Medien, nicht nur SRG. Es hört nicht mehr auf. Darum der staatliche Fußabdruck wird immer grösser. Auf allen Ebenen, ist nicht nur der Bund. Und er wird noch viel grösser. Arno hat es erwähnt, einleitend mit dieser Rettungsaktion, staatlich, notrechtlich orchestriert. Der Bankensektor mittlerweile sehen wir, da ist implizit staatlich beherrscht. Kantonalbanken schafft Risiken für uns Steuerzahlende alle. Aber jetzt auch UBS Credit Suisse, wo der Staat jetzt wirklich reinredet. Und nur noch eine Minderheit der Banken ist quasi unabhängig von der staatlichen Einflussnahme. Das eine. Das zweite, der Staat breitet sich immer mehr aus. Sie wissen, uns fehlen die Demografie bedingt etwa 500.000 Fachkräfte in 10 Jahren. Der schnellst wachsende Sektor, Arbeitgebersektor in diesem Land, ein Wirtschaftszentrum Zürich Zug ist der öffentliche Sektor. Das ist brandgefährlich, zahlt auch bessere Löhne. Das ist auch ein Studio, das die CBP letztlich gemacht hat. Das ist brandgefährlich für die Entwicklung. Indem die besten Leute abgezogen werden vom Staat, man zahlt der Teuerungsausgleich höher, zum Beispiel in Zürich, als die eigentliche Teuerung ist. Und es gibt ein ökonomisches Naturgesetz, das sehen Sie da. Je mehr Leute im öffentlichen Sektor haben, die werden ja auch alle gestalten. Desto mehr Vorschriften zu haben. Das ist aber die schleichende, gefährliche Entwicklung. Das ist im Moment die Depressivphase. Ich zeige Ihnen nachher schon eine Lösungsphase dazu. Und darum müssen wir ein bisschen eben die Entwicklung antizipieren und auch sagen, hart benennen. Und das machen wir immer alle, wenn es gefährliche Entwicklungen sind. Sie sehen es hier, man hat 150 europäische Regionen untersucht. Das Wirtschaftszentrum Nummer 1 in dem Land ist rund Zürich, gross um Zürich inklusive Zug, geht zurück. Das ist eine Tatsache. Und wenn wir jetzt sehen, welche Umbrüche wir haben, was verlangt euch, dass der Staat flexibel bleibt, klein bleibt, damit wir eben reagieren können, muss er unter anderem eben sich auch digitalisieren. Aber wir sehen es hier, wenn der Staat das Digitalisierungsprojekt macht, tut das quasi ergänzend aufpropfen auf die analogen Prozesse. Und im Privatsektor, wenn viele Projekte begleitet ist, wie in Suisse, tut man halt dann die analogen Prozesse abstellen. Und darum ist eigentlich Digitalisierung ein unglaublicher dynamischer Treiber. Vor 150 Jahren sind die Mehrheit der Beschäftigten damals im Agrarsektor, heute sind es noch knapp 3%. Da haben wir nie Massenarbeitslosigkeit gehabt, es war Industrialisierung, nachher ist der Dienstleistungssektor, jetzt kommt Digitalisierung. Es gibt immer neue Berufe. Es gibt heute einen Cybersoldat.
Es gibt einen Social Media Manager. Es gibt neue Berufe, das muss man eben zulassen. Und der Staat muss das ermöglichen mit Rahmenbedingungen, eben die Entwicklungen, und nicht stehen bleiben. Aber wenn Sie jetzt das sehen, das Konsumverhalten, wie verändern uns ja die Jungen? Das ist ein rot umrahmt, die Jungen schauen da immer weniger Fernsehen. Durchschnittsalter von gut Nachgeschichte zuschauen, ist wie 43,4 Jahre. SRG will immer noch genau gleich viel Gebühren erheben. Post verdient nicht mehr Geld mehr mit Brief. Die meisten von uns machen mittlerweile Mails. Und wir haben einen riesigen Staatsbetrieb, der sich nicht ändert. Und obwohl wir anders arbeiten, das sehen wir auch da, das ist jetzt eine grosse Mediendiskussion auch. Sie sehen den schwarzen Balken, Teilzeit arbeitet, nimmt zu. Während der rote Balken ist ja 2020, geht Vollzeit, dass wir 90 oder 100% arbeiten, nimmt ab. Auch da muss der Staat reagieren, eben die Veränderungen zulassen. Weil die Zukunft der Arbeit, ich gehe nicht davon aus, dass ein Bundesrat oder ein Herr Professor so arbeitet, aber die Zukunft der Arbeit wird ortsunabhängig sein, wird digitaler sein, wird mobiler sein. Wir haben nicht mehr lebenslange Anstellungen. Und da muss man darauf reagieren, aber wir konsumieren auch anders. Beispiel SRG ist Beispiel Radio. Und darum müssen wir darauf reagieren. Und eine andere Frage, wie wir antizipieren Entwicklungen, kommt nachher der dritte Referendum zu sprechen. Eine der grössten Herausforderungen, der ganze Klimawandel. Wir müssen darauf reagieren mit Symbolpolitik. Die Stadt Zürich mit 20 neuen Klimabeauftragten jedes Jahr, wo man verbietet den Fleischkonsum in Alters- und Pflegeheim, oder gehen wir Problem evident an. Was man macht, man will die ganze marktwirtschaftliche System kehren von der Linken. Also anders zu sagen, man klebt sich fest am Boden, versucht Mobilität zu verhindern. Und man vergisst zugleich die ganze Energiewende, dass sie eigentlich sehr stromintensiv ist. Und der Staat hat vergessen, in den Klimawandel, der neue Energiepolitik, auch entsprechend inländische Stromkapazität zu bereitstellen. Und darum, wenn wir sagen, wir sind in der Krise zum Teil selbst verschuldet, darum gibt es einen eigentlichen Reformstau, den wir überwinden müssen. Im Haus gemacht, mit liberalen Rezepten, die sie vertreten eben traditionell auch. Wenn ich im letzten Level anfange, gehe ich auf alle Punkte ein. Eins ist Kostenwahrheit, wer Dreckensalat soll er zahlen. Zweitens, kein Technologieverbot, kein Stadtrat, kein Gemeinderat, kein Kantonsrat, kein Nationalrat und kein Bundesrat ist so gescheit zu wissen, wie das Technologie für die Zukunft ist. Wissen wir schlichtweg nicht. Gentechnologie hat man auch mal verboten, mit wie man sich auch öffnen. Es geht Abbau von regulatorischen Hürden. Wir haben den Wasserzins 500 Millionen erhoben. Zugunsten der Bergkantone in den letzten Jahrzehnten, die dazu geführt hat, dass man zu wenig Wasserkraft investiert hat. Und darum haben wir im Moment auch zu wenig Energiekapazitäten, Wasserenergiekapazitäten, und wir müssen den Staat rausnehmen. Trennungsrolle, Eigentümer, Gesetzgeber. Es sind ganz viele kantonale Energiewerke, wo die Zielvorgabe Nummer 1 der Politik ist, Geld abzuliefern an der Staatskasse. Und nicht eben neue, moderne Stromversorgungsmittel bereitstellen. Das eine nicht antizipieren. Das zweite nicht aufgrund von der Umwelt in den Arbeitsmärkten. Sicher nicht das Handyverbot am Feierabend erlassen, das Gewerkschaften werden unter dem Bundeshaus kuppeln, sondern flexibilisieren, wie wir anders arbeiten. Das Arbeitsgesetz flexibilisieren. Jahreshöchste Arbeitszeiten, nicht mehr wochenhöchste Arbeitszeiten. Ganz viele Möglichkeiten. Das dritte, eine Rahmenordnung liberalisieren, eben die Digitalisierung zulassen. Aber auch, wir sind ein Land, auch im europäischen Vergleich, das am meisten Staatsunternehmen hat. Wir haben alleine 600 Energieunternehmen im staatlichen Besitz, kommunal und kantonal. Auch das Lücke liberalisieren und dann vor allem auch den Staat zurückfahren. Wir haben so eine Regulierungseuphorie, nicht nur Neotatismus, sondern eine Regulierungseuphorie in diesem Land. Und dann müssen wir einen Kraftakt machen. Das hat die japanische Regierung auch gemacht in den 90er Jahren vom letzten Jahrhundert. Und gesagt hat, alle 20% der Regulierungen rausnehmen. Es gibt Ansätze, man muss wählen, der politische Wille muss vorhanden sein. Und letztlich, dann kommen wir zum Schluss, es braucht einen Stellenschlupf im öffentlichen Sektor. Das kann so nicht mehr weitergehen. Wir gehen zurück in der Längsanalyse. Wir sind nicht mehr die Starken. Wir müssen es nicht mit den Deutschen vergleichen oder Österreichern, die machen es nicht besser. Es gibt andere Länder, aber weltweit besser sind, die schneller unterwegs sind, im asiatischen Raum. Also es braucht wirklich ein Fitnessprogramm für das Land wieder. Und vor allem, wenn wir die Krise ansprechen und nicht negieren, und vor allem, wenn wir es dann
Demokratieführungsrhythmus rauskommt, der politische Ebene. Es langt nicht von Abstimmung zu Abstimmung zu gehen, sondern 15 Jahre vorausschauen und dann Reformen auslösen. Letztlich ist alles in den Köpfen. Wir haben gewisse Sachen uns selbst verursacht, paralysiert. Und darum müssen wir aus dem wieder rauskommen, um das Land wieder vorwärts zu bringen, wieder eine liberale Rahmenordnung einzuführen. Weil die liberale Rahmenordnung, die Sie vertreten, und wir vertreten, Christoph und ich auch, das ist das, was der Wohlstand geschaffen hat. Und der Wohlstand hat das Land zusammen, weil er breit verteilt ist, und zwar mehr als jede Legende, die wir mit dem angeschlossen haben. Es wäre mal Bürger Grünenfelder für die flammende Rede und das Eintrittsreferat. Da sind schon sehr viele Inputs gekommen. Wir gehen weiter zum nächsten Referent, zum Christoph Schaltegger. Christoph Schaltegger ist Ordinarius für politische Ökonomie der Universität Luzern. Er hat früher auch bei Economie Suisse gearbeitet und wird im Bereich Finanz- und Steuerpolitik bewegt und unter anderem, was auch nicht jeder von sich kann behaupten, dass er mal für den Finanzminister gearbeitet hat und dort beratend tätig ist. Du kannst dich gerne sonst noch weiter vorstellen, Christoph. Du bist sehr präsent in den Medien. Er ist in Luzern, was mich sehr freut als Luzerner. Da gibt es eine Universität, die stramm eigentlich den Liberalismus probiert zu pflegen, am Institut für Wirtschaftspolitik, wo er mit seinen Kolleginnen und Kollegen auch Studien macht über liberale Wirtschaftspolitik und auch Ordnungspolitik. Das ist sein Steckenpferd und er will es jetzt über Ordnungspolitik in Kriegszeiten referieren. Er macht das auf Hochdeutsch, weil er ein sehr schönes Hochdeutsch und ich weiß gleich, was ihm vorenthalten. Ja, Herr Präsident, lieber Arno, herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Es wäre nur darum gegangen, dass ich Sie mit einem Basel-Dialekt hätte begrüßen müssen. Und ein Basel-Dialekt steht wahrscheinlich nicht für aktuellen Liberalismus. Und insofern bediene ich mich der Schriftsprache. Höher geht es für eine Basler dann nicht, deshalb ist es nicht Hochdeutsch. Ich gratuliere der ehrenwerten Mittwochsgesellschaft zu ihrem langen Bestehen und stelle fest, der Zustand des Liberalismus würde es erlauben, dass diese Mittwochsgesellschaft nicht nur am Mittwoch tagt. Sehr verehrte Damen und Herren, wenn wir an Staat und Krise denken, müssen wir nicht in die Ferne blicken. Es reicht ein Blick auf hier und heute, staatliche Rettung der Credit Suisse und Rettungsschirm für die Axpo, beides Fälle, die exemplarisch sind für eine, so glaube ich, die Krise, nicht eine Stromkrise, nicht eine Bankenkrise, es ist eine Krise der Ordnungspolitik, eine Krise der sozialen Marktwirtschaft. Warum heute, so mein Eindruck, wird Marktwirtschaft, wird soziale Marktwirtschaft als reine Kompromissform aufgefasst. Marktwirtschaft wird zwar geduldet, aber man misstraut eigentlich jedem Ergebnis, das diese Marktwirtschaft erreicht. Die implizite Botschaft hier ist, die soziale Marktwirtschaft ist ein Schönwetterprodukt, ein Schönwetterkonstrukt. Der Staat muss es richten, er muss umfassen, lenken, korrigieren, umverteilen, verhindern, ermöglichen. Und genau das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein großes Missverständnis, so glaube ich, und ich werde versuchen, Sie im Folgenden davon zu überzeugen, dass die Marktwirtschaft nicht deshalb mit dem Prädikat sozial versehen werden muss, weil sie an und für sich unsozial, weil sie an und für sich krisenanfällig ist. Im Gegenteil, die soziale Marktwirtschaft, die Marktwirtschaft, etwas lauter spreche ich gerne zu Ihnen, vertraut auf die gestaltenden Kräfte der Menschen in einer fairen Wirtschaftsordnung. Sie ist eine Wirtschaftsordnung der Menschen und eben nicht der Technokraten. Es ist eine Wirtschaftsordnung, die dem Staat die Rolle des Regelsetzers zuordnet. Ein Regelsetzer, der generell abstrakt die Spielregeln für alle gleich definiert und dann das Ergebnis dieses Spiels akzeptiert,
unbesehen von Macht, unbesehen von Stellung, unbesehen von Ansehen der Akteure. Und damit schaffen viele Wohlstand für alle. Wohlstand, der in die Breite der Bevölkerung geht und die Breite der Bevölkerung auch erfasst. Verantwortliche Politik heißt also, Marktwirtschaft effektiv zu schützen und zu stärken. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Diese erfordert eine klare Abgrenzung und Entflechtung von Markt und Staat. Darauf werde ich zu sprechen kommen. Also die verschiedenen Verantwortlichkeiten in einer Marktwirtschaft zu definieren. Und ich glaube, das ist die größte gesellschaftliche Herausforderung, die wir momentan haben, unterscheiden zu können. Den Staat nicht zur Beute der eigenen Partikularinteressen zu machen, den an Beutejägern, an Verbänden, an Interessenorganisationen, an NGOs mangelt es in der Tat nicht. Und das wurde uns, glaube ich, in den letzten Jahren auch deutlich vor Augen geführt. Nun, verantwortlich für die Popularität der sozialen Marktwirtschaft, der Marktwirtschaft, wie wir sie in der ordnungspolitischen Tradition kennen, ist ein prominenter Kopf. Ich möchte ganz kurz auf ihn zu sprechen kommen. Sie haben vielleicht auch schon von ihm gelesen, gehört. Es war Ludwig Erhard, der ehemalige deutsche Wirtschaftsminister, dann auch Kanzler, nicht ganz so ein erfolgreicher Kanzler, aber ein sehr erfolgreicher Wirtschaftsminister. Und er erlangte über die Landesgrenzen, auch für die Schweiz, von großer Bedeutung, Bekanntheit für etwas sehr Simples, aber sehr Wichtiges, nämlich die Preisfreigabe. Der Preis ist das Steuerungsinstrument in einer Marktwirtschaft. Der Preis muss sich frei bilden können in einem Wettbewerb, um Angebot und Nachfrage zum Ausgleich zu bringen. Und was hat er gemacht? Die Währungsreform 1948, als Deutschland von den Besatzungsmächten die D-Mark oktroyiert erhielt, als eine unabhängige Zentralbank mit einer eigenen Währung, hob er unintendiert damals von den Besatzungsmächten kurzerhand 400 Preisbindungen, Rationierungen und Kontrollen auf. Der prominente Spruch war damals, die D-Mark, die Währung, die eingeführt wurde, ist jetzt der einzige Bezugsschein. Nun, das hört sich alles sehr einfach an, 1948, das war lange her oder ist lange her und das war natürlich damals alles viel einfacher, weil ja die Politik nur zuklatschte, wenn jemand etwas sagte. Weit gefehlt. Ludwig Erhard wurde anfangs, als er diese Ideen brachte, freie Preise, wurde er als verantwortungsloser Hasardeur diffamiert. Die prominente Zeitung aus Hamburg kabelte mit der prominenten Marion Gräfin von Dönhoff, mit der Schlagzeile, wenn Deutschland nicht schon nach dem Krieg am Boden wäre, dieser Mann mit seinem absurden Plan der Preisfreigabe würde es ohne den Krieg geschafft haben. Trotzdem, Ludwig Erhard blieb seinen Überzeugungen treu. Er übernahm Verantwortung, zog diese Verantwortung an sich in einem dieser ganz besonderen Momente in der Menschheitsgeschichte, wo es eben darauf ankommt, das Richtige richtig und im richtigen Moment zu tun. So kam es dann zu diesem sogenannten Leitsätzegesetz. Die Preisfreigabe war im Leitsätzegesetz niedergeschrieben und er hat das gemacht, wie ich gesagt habe, ohne mit der Militärregierung das abzustimmen. Warum hat er das gemacht? Er war davon überzeugt, dass eine freie Währung nur stabile Preise bringen kann, wenn auch die Preise frei im Markt sein können. Und deshalb musste er die Chance nutzen, dies über das Wochenende einzuführen, nachdem die D-Mark gegründet wurde. Und was hat er gemacht? Er hat in einer Radioansprache am Sonntag gesagt, ab Montag gelten alle Preisbindungen für überflüssig, sie sind aufgehoben, es gibt nur noch einen Bezugsschein, es ist die D-Mark. Das gute Geld zeigte schnell Wirkung, und zwar
man nannte das damals den Schaufenster-Effekt, über das Wochenende füllten sich plötzlich die Regale, weil all die geforderten Waren bisher, die natürlich nur durch die Bezugsscheine im Schattenhandel, im Schwarzmarkt erhältlich waren, plötzlich in der Auslage zu finden waren. Und dieser Moment, wo plötzlich durch das Aufheben der Preisbindungen die Waren wieder zum Vorschein kamen, war anscheinend für die damalige Zeit ein sehr prägendes Element. Und ich glaube, die Schweiz hat von diesem Zeitpunkt ebenfalls sehr stark profitiert, weil es plötzlich erlebbar wurde, was eigentlich Marktwirtschaft ist. Es war nicht theoretisch, sondern erlebbar, welche Kraft diese Preisfreigabe hat. Nun, was lernen wir daraus für heute? Ich glaube, wir lernen, Kernelement der sozialen Marktwirtschaft ist ein funktionierender Wettbewerb. Oder in den Worten, die damals Ludwig Erhard gebraucht hat, Wohlstand für alle und Wohlstand durch Wettbewerb hängen untrennbar zusammen. Das erste Postulat kennzeichnet das Ziel, das zweite den Weg zum Ziel. Das stimmte damals, ich glaube, das stimmt auch heute. Was heißt das konkret? Der Staat steht in der Verantwortung, fairen Wettbewerb zu ermöglichen. Und das ist weder trivial noch ist es Gott gegeben. Wettbewerb stellt sich nicht zwangsläufig spontan ein, ein Bedarf der Pflege. Hier sind wir Liberale aufgefordert, mitzudenken. Dazu braucht es einen unabhängigen, einen starken, aber keinen übergriffigen Staat. Das heißt, der Staat muss sich auf wenige, aber wichtige Dinge, auf eine Ordnungspolitik konzentrieren und nicht auf Privilegien und Sonderrechte für Privilegierte. Dieser Punkt ist mir wichtig. Geschützt wird nämlich hier der Wettbewerb und nicht besonders gut organisierte Wettbewerber. Der Staat betreibt keine Strukturpolitik, der betreibt keine Industriepolitik für die wenigen gut organisierten. Vielmehr schafft er klare Regeln, die einen fairen Wettbewerb mit allen für gleich lange Spieße für die vielen eben ermöglichen. Und ja, das bedeutet selbstverständlich, dass Unternehmen scheitern können müssen. Scheitern ist Teil einer Marktwirtschaft, Teil einer sozialen Marktwirtschaft. Er ist ein wichtiger Innovationsgenerator. Scheitern produziert Informationen über das, was eben nicht funktioniert. Und zwar nicht theoretisch, sondern ganz praktisch und real verfolgt und lernbar. Der Staat gibt also hier die Ordnung vor und eben nicht das Ergebnis. Der Staat übernimmt die Verantwortung für die Rahmenbedingungen hierfür. Das Konkursrecht, das Insolvenzrecht und verheddert sich nicht in einer gängelnden Detailsteuerung. Er vertraut auf die Kraft der Marktwirtschaft, auf die Innovationskraft dieses Wettbewerbs. Er vertraut letztendlich eigentlich den mündigen Bürger, die wissen, der weiß, was zu tun ist. Das ist die Verantwortung, glaube ich, die wir alle in der sozialen Marktwirtschaft tragen, denn das Design dieser klugen Ordnung, es ist keine Spezialdisziplin für irgendwelche Technokraten, politische Eliten, sondern in einer Basisdemokratie mit Milizprinzip, wie wir es hier in der Schweiz üben, ist es eine Aufgabe aller. Egal ob Handwerker, ob Akademiker, ob Unternehmensführer, ob Staatsangestellter, der Staat ist ja Teil von uns allen. Er soll uns allen Nutzen stiften und er soll nicht in Geiselhaft der Verbände, der NGOs, der Klimakleber und Interessengruppen stehen. Nun, Markt und Staat haben beide ihre Aufgaben. Der Markt und seine privaten Akteure in der Wirtschaft gestatten uns Vielfalt, sie gestatten uns Qualität, sie produzieren Effizienz. Der Staat dagegen greift dort ein, wo der Markt versagt. Diese beiden Funktionen sind zentral für Wohlfahrt und Gesellschaft, aber sie müssen beide voneinander getrennt werden. Sie zu vermischen wäre eine Dummheit. Wer von privaten Unternehmen erwartet, im Corporate Social Responsibility, wer von privaten Unternehmen erwartet, gesellschaftspolitische und mithin staatliche Ziele zu erreichen, liegt genauso falsch wie jene, die betriebswirtschaftliche Effizienz im Staat erwarten.
Ein Schweizer Ökonom, Freddy Meyer, hat mal gesagt, das ist wie wenn man beim Jassen Schach ruft. Man ist im falschen Spiel. Nobelpreisträger Milton Friedman hat das aus meiner Sicht treffend formuliert. The business of business is business. Und ich füge hierbei, und die Sache des Staats ist eben der Staat. Das sind getrennte Welten. Ein Blick auf die Statistiken lässt Zweifel aufkommen, ob diese einfache Richtschnur, diese Trennung, noch, ob dieser Trennung noch nachgelebt wird. Ob Staats- oder Bürokratiewachstum, Peter, du hast es gezeigt, überall zeigt sich das gleiche Bild. Der Staat dehnt sich aus, überdehnt seine Kompetenzen. Schauen wir genauer hin, erkennen wir, mittlerweile arbeitet jeder Sechste im öffentlichen Sektor und staatliche Unternehmen, denen wird erlaubt, sich in privaten Märkten zu bewegen. Denken Sie an die Post, denken Sie an die BKW, denken Sie an die Axpo, denken Sie an die Alpi. Überall bewegt sich der Private im Markt und der Markt bei den Privaten. Dabei ist klar, Privatisierung ohne Haftungsrisiko, also mit impliziter Staatsgarantie, ist das Gegenteil von Wohlstand für alle. Man schafft eigentlich damit Marktwirtschaftler ohne Marktwirtschaft oder Kapitalisten ohne Kapitalismus. Also eigentlich geschützte Monopolisten, die eine Rente auf Kosten der Allgemeinheit abschöpfen und deren unternehmerisches Risiko letztlich ebenfalls der Allgemeinheit überbürdet wird. Das ist unklug und das begünstigt die wenigen statt die vielen, nämlich die gut organisierten und nicht die im liberalen Sinne die Allgemeinheit, der die Steuer zahlen. Wenn sich im Falle eines natürlichen Monopols ein staatlicher Eingriff rechtfertigt und dies in Form eines Eigentums an privatrechtlichen Organisationen erfolgt, Unternehmen erfolgt, liegt es in der Verantwortung des Staates, eine sinnvolle Governance dieser Unternehmen sicherzustellen. Es gilt hier, das Haftungsprinzip einzuhalten. Risiko, Haftung und Kontrolle gehören in eine Hand. Ansonsten werden Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert. Es darf nicht sein, dass der Steuerzahler einen großzügigen Rettungsschirm für Unternehmen wie Axpo und die anderen Unternehmen kennen Sie ebenfalls, spannen muss, nur weil diese sich an irgendwelchen Energie- oder anderen Märkten verspekuliert haben. Ein Scheitern gehört zu einer Ordnung, die pro Markt, aber nicht pro Business ist. Der Staat hat zu gewährleisten, dass jede privatwirtschaftliche Unternehmung geordnet in den Konkurs gehen kann. Was uns die Finanzkrise 2008 schmerzhaft gelehrt hat und uns kürzlich der Fall der Credit Suisse erneut vor Augen führte, muss das Haftungsprinzip auch für systemrelevante Unternehmen durchgesetzt werden, für too big to fail Unternehmen. Das Prinzip der Haftung ist hier eine wichtige Voraussetzung für die funktionierende Marktwirtschaft. Wer für eigene Fehler die Konsequenzen nicht tragen muss, schafft ein gravierendes moralisches Risiko, wir nennen das in der Ökonomie ein Moral Hazard. Das heißt, er hat wahnsinnig viel Upside, aber praktisch keinen Downside. Er kann Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren. Das ist das Gegenteil von sozialer Marktwirtschaft, das hat mit Marktwirtschaft eigentlich nichts zu tun. Wenn der Staat ein Unternehmen nicht scheitern lassen kann, weil er eben too big to fail ist, dieses Unternehmen, dann braucht es sehr einfache Regeln, die die Mithaftende Allgemeinheit in die Verantwortung zieht und für sie nachvollziehbar ist. Das zumindest dürfte uns der Fall der Credit Suisse gezeigt haben. Es braucht klare, transparente Regeln statt hochkomplexer und undurchsichtiger Regulierungen. Und hier ist das Eigenkapital, so glaube ich, eine sehr zentrale Stellschraube für jeden, der einmal eine Bilanz mit aktiven und passiven angeschaut hat und etwas von Fristentransformation und die Risiken in Fristentransformation versteht, sollte das kein Fremdwort sein. Nun, damit eine klare Aufgabentrennung zwischen Staat und Markt funktioniert, müssen auch Unternehmer ihre Verantwortung wahrnehmen. Grundsätzlich liegt Ihr Fokus, der unternehmerische Fokus, der Fokus der Liberalen auf einer Marktordnung, auf der Unternehmertätigkeit im Wettbewerb. Nun,
Kommen wir zum Schluss. Ludwig Erhard kannte die Kriegs- und die Mangelwirtschaft. Das waren natürlich Ordnungen, in denen der einfache Mann auf der Straße nichts zu sagen hatte. Das ist, ist heute zum Glück nicht mehr so. Sind also diese Ideen des Trennens von Markt und Staat, der Ordnungspolitik, sind das Ideen von gestern? Ist das Plädoyer für eine soziale Marktwirtschaft ein Rückzugsgefecht? Ich glaube nicht. Wir kennen zum Glück weder die Kriegs- und die Mangelwirtschaft, aber wir leben in der Schweiz heute in einer Marktwirtschaft, die sich nach meinem Dafürhalten schleichend in eine Mischwirtschaft, in einen Crony Capitalism, in einen Klientelismus, in eine Vetterli-Wirtschaft verwandeln hat teilweise und auch zu verwandeln droht. Wir haben uns damit in eine Politikverflechtungsfalle hineinmanövriert, wo es schwierig ist, vom Status quo überhaupt noch Reformen zu erreichen. Die Interessengruppen hängen an ihren Pfründen und versuchen sie mit ihrem politischen Gewicht hier die Sondervorteile zu erhalten. Das Plädoyer für die soziale Marktwirtschaft ist also ein Plädoyer für mehr Resilienz durch klare Spielregeln, damit der Staat nicht zur Beute der Interessengruppe, zur Beute der wenigen auf Kosten der vielen ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Christoph Schaldegger, für die Ausführungen zu der Ordnungspolitik, wie sie müsste sein. Wir können auch darüber diskutieren, wo wir genau stehen. Du hast schon ein bisschen gezeigt, in welche Richtung es jemand geht, wo wir in der Schweiz sind. Ich werde dir noch unseren dritten Redner vorstellen, den Dr. Georg Schwarz. Entschuldigung. Er hat an der ETH Zürich Geophysik studiert und dann nachher auch promoviert. Und er ist Leiter von der Hauptabteilung für Sicherung der Kernanlagen. Aber was Sie genau gemacht haben, Herr Schwarz, das werden Sie uns wahrscheinlich besser selber erklären. Ich danke Ihnen, dass Sie heute gekommen sind und bin gespannt auf Ihren Vortrag mit dem Titel «Aussteigen aus dem Ausstieg». Vielen Dank. Hört man mich? Vielleicht probiere ich es mal ohne. Sie können sagen, das läuft schon. Mit? Okay. Also, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, vielen Dank für die Einladung. Ich bin natürlich sehr geehrt, dass Sie vor einer von der ältesten Gesellschaften von der Schweiz da reden. Und ich freue mich auf den Abend. Der Herr Grünenfelder hat, glaube ich, gesagt, er habe letzte Woche vor den Gewerkschaften geredet. Ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang Regulator gewesen und beim Staat angestellt. Ich hoffe nicht, dass das die Höhle des Löwen wird, aber ich kann Sie vielleicht ein bisschen beruhigen. Ich rede jetzt nicht, oder ich werde relativ wenig über Kernenergie reden heute Abend, also das Thema, das ich reguliert habe, sondern eben über Energiepolitik und die Probleme, die sich dort stellen. Ja. Und ich fange an mit einem technischen Thema. Ich bin eigentlich halt Techniker, oder? Der Bund hat, wo er die Energiestrategie beschlossen hat, hat er eigentlich auch einen Plan gemacht, die sogenannten Energieperspektiven. Und der Plan, der ist wunderbar. Also das ist sonnige Landschaft, Klimawandel, Netto-Null-Ziel, ist technisch machbar, Ausstieg aus der Kernenergie gleichzeitig, kein Problem, unberührte Landschaften, oder, Stromproduzenten sind auf der Technik, das sieht man noch gar nicht. Oder? Und alles zu tragbaren Kosten. Oder? Schön wär's, wenn man das genauer anschaut, oder? Dann kommt man einfach zum Schluss bei der technischen Machbarkeit. Die Energieperspektive oder die Energiestrategie geht von unplausibel hohen Stromeinsparungen aus. Das, man muss vielleicht auch sagen, ich meine, die ganze Ausbildung der fossilen Energie läuft eigentlich auf eine Elektrifizierung raus, also wir ersetzen Öl, Gas, was auch immer, durch Strom. Oder es braucht also mehr Strom und es wird einfach dort davon ausgegangen, dass man 40% vom Strom oder von der ganzen Energie, also vom Energieverbrauch einfach so kann sparen. Oder? Man nimmt gleichzeitig an, dass man einen Haufen kann importieren
zum Beispiel grosse Mengen an Biogas aus der Ukraine und aus Russland. Ja, oder? Und insgesamt ergibt sich einfach ein unterschätzter Mehrwert. Denn, wenn wir aus der Kernenergie aussteigen, oder, verzichten wir eigentlich auf grosse Mengen von CO2-freier Wandenergie, also von sicherer Energie, die auch am Abend, in der Nacht zur Verfügung steht. Und man vergibt sich da eigentlich auch ein Instrument, auch vielleicht um den Klimawandel vielleicht ein bisschen gezielter durchzuführen. Und dann die unberührte Landschaft. Das ist einfach eine Illusion. Wenn Sie mit realistischen Annahmen zum Stromverbrauch in das System hineingehen, dann nachher, und wenn Sie auf die Kernenergie verzichten, oder, dann nachher geht es einfach nur ohne Wind und oder grosse alpine Solaranlagen. Also das ist, man macht sich eine Illusion, wenn man sagt, es geht nur mit Solarmodulen auf den Dächern. Und dann zu den Kosten. Wenn man die Kosten jetzt halt einfach auch nicht so optimistisch durchrechnet, sondern vielleicht mit ein bisschen Realismus und Speck, oder, dann kommt man halt auf 200 bis 400 Millionen Franken für die Umstellung von dem Energiesystem und nicht auf 0 bis 50. Oder? Das ist auch so eine Hoffnung, aber sehen wir klimaneutral werden, das muss man sich bewusst sein, das ist nicht billig. Andersrum, so wahnsinnig viel Geld ist es ja auch nicht. Oder? Das ist über 30 Jahre verteilt. Oder? Und wenn man dann für 300 Millionen durch 30 teilt, 300 Milliarden durch 30 teilt, dann noch. Ja. Entschuldigung, ich fuchtle. Okay. Und jetzt geht es darum, wie wird die Energiestrategie umgesetzt? Und da haben wir zwei wichtige Gesetze, die im Moment aktuell sind. Das ist auf der einen Seite das Klimaschutzgesetz, wo wir am 18. Juni darüber abstimmen. Und das Klimaschutzgesetz, in dem stehen extrem ehrgeizige Treibhausgasreduktionsziele drin. Oder? Und das wird eigentlich in der Diskussion, vermisse ich das ein bisschen. Und wenn man die Ziele, also wenn man die Ziele so nimmt, wie es im Gesetz drinsteht, dann heisst das, Sie müssen ab sofort Heizungen, also Gasheizungen, Ölheizungen, durch Wärmepumpen ersetzen. Also nicht in 10 Jahren, sondern Sie müssen jetzt anfangen. Und weil eine Heizung ja 20 Jahre hält, rund, und weil wir nur noch 17 Jahre haben bis 2040, wo das Ziel dann in Kraft kommt, müssen Sie noch 15% der Heizungen eigentlich vorzeitig ersetzen. Und auch noch, wenn Sie ab 2028 Elektroauto-Pflicht einführen. Es steht kein Verbot in dem Gesetz, oder? Aber wenn man die Ziele ernst nimmt, dann ist das Konsequenz. Und auf der anderen Seite haben wir den Mantelerlass. Das sind also mehrere Gesetze, die hier angepasst werden. Heisst Mantelerlass im Jargon. Und dort geht es um die Produktionsseite. Also, aber die Produktionsseite, die basiert wieder auf den extrem optimistischen Annahmen von den Energieperspektiven. Also die Ziele, die man sich dort vornimmt, sind, wenn man realistisch rechnet oder konservativ rechnet, vorsichtig rechnet, zu niedrig. Und die Fördermaßnahmen oder die Wirksamkeit von diesen Förderinstrumenten ist das gleiche wie bisher. Also ich weiß nicht, ob das langt. Da bin ich entspannt, was die Ökonomen dazu sagen. Aber was das Wichtigste ist, oder, dass die Ersatzziele, also Treibhausgasverminderung, der zusätzliche Strombedarf, den das erzeugt, oder, nicht gekoppelt ist an die Produktion. Das heisst, wir können auf der einen Seite mehr Strom brauchen, aber ob dann der Strom wirklich mal produziert wird, ist ungewiss. Und das ist eigentlich eine schwierige Situation, und die schwierige Situation, die kommt eben aus einer Blockierung, und zwar der, also für mich ist es nicht nur der Staat, oder, wo jetzt irgendwie das Problem ist, sondern die blockierte Situation kommt auch aus der Gesellschaft, oder,
Also meine Stimmbürger, wenn ich bin, also in Zürich zum Beispiel, oder? Ich bin Zürcher, Sie hören es vielleicht. wir haben zugestimmt, 2040 sind wir klimaneutral, oder? Aber sobald es dann etwas kostet, wie beim CO2-Gesetz, und wenn es auch nicht 12 Franken beim Benzin ist oder 30 Franken beim Flugticket, dann wird es eben schwierig, oder? Oder wir brauchen, und alle finden jawohl, oder? Alle finden jawohl, wir müssen aussteigen aus den Fossilen. Wir brauchen die Energie, oder? Aber sobald es dann darum geht, dass man Windturbinen aufstellt, neue Wasserkraftwerke baut, Alpenstrom macht oder von mir aus auch Kernenergie, dann ist erbitterter Widerstand, wo alles verzögert. Oder? Und das von den Preisen, ich bin kein Prophet, aber ich denke, es wird einfach teurer, dass wir jetzt meinen. Und das Hauptproblem in dieser Situation ist jetzt die Versorgungssicherheit. Oder? Weil mehr Verbrauch und mehr Produktion sind nicht im Gleichgewicht. Wenn wir mehr brauchen, als wir haben, dann müssen wir importieren, oder? Im Winter vor allem. Aber die Stromversorgung im Winter ist nicht sicher. Und die Solaranlage auf den Häusern, oder? Die produzieren im Winter viel, viel weniger als im Sommer. Im Januar fast nicht, 5%. Oder? Und die Lösungen, die man so sieht, sind fossile Notkraftwerke, interessanterweise. Von Herrn Nordmann vorgeschlagen und von Herrn Bäumle vorgeschlagen. Ich habe gestaunt, dass sie das gesehen haben. Und das ausgerechnet zur Arbeit jetzt auf Fossil umsteigen. Oder eben, dass wir unsere Kernkraftwerke länger weiterlaufen lassen. Und ich denke, das ist eigentlich der einzige Joker, den wir eigentlich noch haben, nämlich, dass wir die Kraftwerke nicht wie die Deutschen sofort abgestellt haben, sondern dass wir die weiter betreiben, solange es sicher ist. Ich denke, um aus dieser Blockade rauszukommen, es braucht vor allem Rechtssicherheit. Also, wenn Sie ein neues Kernkraftwerk bauen, wenn Sie einen Windpark bauen, wenn Sie eine grosse Solaranlage bauen, oder, dann brauchen Sie Rechtssicherheit, weil Sie nehmen viel Geld in die Hand. Und wenn Sie nachher jahrelang prozessieren oder gegen die Einsprachen, das wird einfach teuer. Und je nachdem, ist dann eben das Interesse noch nicht mehr so groß. Ich glaube, das ist im Moment eigentlich die Hauptherausforderung für den Staat, um Rechtssicherheit zu schaffen für Investoren. Und einfach nochmal vielleicht eine kleine Drohung am Schluss. Oder? Die Versorgungssicherheit ist eben etwas, wo man nicht spielt damit. Oder? Die Folie, das ist die Risikoanalyse vom VBS, also vom Militärdepartement, da werden alle Risiken von der Schweiz aufgelistet worden, also analysiert worden und dann bezüglich Kosten, also bezüglich Schadensausmaß und bezüglich Häufigkeit sind sie da aufgetragen. Und wenn man da schaut, oder, dann haben wir zum Beispiel da ganz links Engpass bei der Erdölversorgung. Also das heisst, kostet nicht so viel. Oder? Und das Risiko, das höchste Risiko ist alle 30 Jahre eine Strommangellage. Oder? Kostet 200 bis 300 Milliarden Franken. Oder? Und das sind nur 2 bis 4 Tage. Und das ist auch nicht die ganze Schweiz, sondern nur 2 Millionen Einwohner. Oder? Und ich denke einfach, wenn ich vorher gesagt habe, die ganze Energiewende kostet 200 bis 400 Milliarden. Oder? Und ein einziger grosser Stromausfall kostet wie viel? Ich denke einfach, man sollte wirklich konservativ, vorsichtig, mit Speck an das Problem herangehen und nicht jetzt so ein Avantgarde-Spiel machen mit einem kurzfristigen Weg des geringsten Widerstands. Danke.